Dinosaurier der Kreidezeit starben selten an Altersschwäche. Gefährliche Raubtiere beherrschten ihr Revier. Sie waren auf Angriff programmiert. Tyrannosaurus Rex ist eine 5 Tonnen schwere panzerbrechende Waffe. Heute ermöglicht moderne Bildtechnik einen Einblick in die Körperfunktionen der größten und gefährlichsten Saurier, die je existierten. Von der Natur mit besonders effizienten Waffen ausgestattet, gelang es diesen Dinosauriern, viele Millionen Jahre auf der Erde zu überleben. Nordamerika vor 115 Millionen Jahren. Reptilien haben sich in perfekte Raubtiere verwandelt. Überall lauert der Tod. Flugsaurier rauschen aus der Luft heran. Raubsaurier jagen ihre Opfer. Tyrannosaurus Rex bricht durch den Urwald. T-Rex war der Nonplusultra-Räuber unter allen Landtieren. T-Rex ist eines der größten und gefährlichsten Tiere, die sich je auf zwei Beinen bewegten. Über 2 Millionen Jahre lang beherrscht er weite Teile des heutigen Nordamerika. Mit seiner außergewöhnlichen Kraft bringt dieser intelligente Räuber auch große und gut gepanzerte Beutetiere zur Strecke. Der T-Rex-Schädel ist extrem lang. Und jeder Zahn ist eine panzerbrechende Waffe. Er hätte den Oberkörper eines Menschen durchbeißen können oder ein ganzes Kind verschlingen. Tyrannosaurus Rex, der unbestrittene König der Saurier, wird 13 Meter lang, 6 Meter groß und wiegt bis zu 7 Tonnen. Auch sein Maul ist gewaltig. 1,50 Meter pure Kraft mit 60 bis zu 30 Zentimeter langen Zähnen. Sein Schädel besteht aus 64 Knochen, eine leichte und trotzdem starke Konstruktion. Seine Kiefer haben 16 Mal mehr Kraft als die eines Alligators. Die dolchförmigen Schneidezähne sind an den Kanten gezackt, perfekt, um Fleisch zu zerreißen. Mit den größeren, abgerundeten Backenzähnen kann T-Rex Knochen zermalmen. Dank starker Muskeln hält sein Maul Druck aus jeder Richtung stand. Wir wissen ziemlich genau, wie er seine Beute tötete. Ein Satz, ein Biss, das war's. Dieser Dinosaurier fraß nicht nur das Fleisch des erlegten Tiers, sondern einfach alles. Gewaltige Beine und das Becken machen die Hälfte des Körpergewichts dieses Kraftpakets aus. Sein Schwanz wiegt 1 Tonne, denn er muss das Gewicht von 500 Kilogramm Kopf und Kiefer ausbalancieren. Der Kopf besteht zu 2 Dritteln aus Muskeln. Die Kieferkraft würde ausreichen, um Stahl zu verbiegen. Das Zusammenspiel der Muskeln macht den Biss des T-Rex kräftig genug, um mit den stärksten Tieren der Kreidezeit fertig zu werden. Trotzdem sind seine Zähne nicht so scharf wie die eines heutigen Löwen oder Hais. T-Rex hat die stumpfsten Zähne der ganzen Tyrannosaurus-Familie. Diese Zähne sind dafür gemacht, dicke Panzerungen und Muskeln zu knacken. Mit einem einzigen Biss. Tyrannosaurus Rex konnte sich in einen großen Fleischbrocken verbeißen und durch Hin- und Herdrehen große Stücke herausreißen. Wahrscheinlich sogar Knochenstücke. Maybe even pulling out chunks of bone as they're doing it.
Die Nackenmuskeln des T-Rex sind fast so kräftig wie seine Beinmuskeln. Mit 60 cm Durchmesser sind sie stark genug, um ein Nilpferd hochzuheben. Mit dieser Kraft besiegt er manchmal sogar den bestgepanzerten Pflanzenfresser der Urzeit, den Triceratops. Die beste Waffe gegen Triceratops ist eine 75 mm Panzerabwehrkanone. Triceratops schützt sich mit einem knöchernen Nackenschild und wehrt Angreifer mit seinen 1 Meter langen Hörnern ab. Er musste ihn zerschmettern. Die einzige Möglichkeit, diesen großen, geschwungenen, harten Schild zu durchbrechen, ist ein vernichtender Schlag mit den Zähnen. Doch um erfolgreich gegen einen Triceratops zu kämpfen, sind nicht nur gute Zähne nötig, sondern auch Kraft. Seine gefährlichsten Waffen trägt ein Triceratops am Schädel, den er weit in beide Richtungen drehen kann. Triceratops versuchte, seine Hörner und den Nackenschild gegen T-Rex zu richten. Die Wunderwaffe des T-Rex im Kampf mit dem Triceratops ist sein überdimensionaler Kiefer. Hinter seinem mörderischen Biss stecken 2 kräftige Muskelstränge. Einer verläuft vom Nacken zur Kinnlade und erzeugt die Geschwindigkeit, mit der dieser Fleischfresser zuschnappt. Der zweite Muskelstrang, der die Hälfte der gesamten Kopfmuskulatur bildet, verbindet den Unterkiefer mit der Mundhöhle. Diese Muskeln verleihen dem Biss des T-Rex die ungeheure Kraft von 3 Tonnen, die doppelte Kraft eines weißen Hais. Aber das ist noch nicht alles. Wie ein Python kann T-Rex seine Kiefer ausrenken. Die Schädelmechanik macht es ihm möglich, Dinge zu schlucken, die größer sind als sein eigener Kopf. Der Schädel ist dehnbar, wenn das Maul sich öffnet. Der Kopf einer Schlange ist kleiner als ein Hühnerei. Sie verschlingt es trotzdem. Es gibt keine fette Beute, die ein T-Rex nicht komplett verschlingen könnte. Tyrannosaurus Rex ist ein fleischfressendes Ungeheuer. Er setzt rohe Gewalt ein, um gut gepanzerte Beutetiere zu erlegen. Kein Geschöpf, das je auf dem Planeten existierte, lässt sich mit ihm vergleichen. Etwas unterscheidet Tyrannosaurus und speziell Tyrannosaurus Rex von anderen Raubsauriern. Obwohl T-Rex perfekt ausgestattet ist und die stärksten Tiere der Kreidezeit erlegt, hat er ein Problem. Er ist langsam. Er läuft nicht schneller als 24 Kilometer pro Stunde. Ein trainierter Mensch wäre ihm entkommen. Außerdem ist er schwerfällig. Für eine Wendung um 45 Grad benötigt er ganze 2 Sekunden. Wenn T-Rex bei der Jagd stürzte, konnte er sich ernstlich verletzen. Seine Vordergliedmaßen mit nur 2 Klauen sind nutzlos, wenn es darum geht, die Beute zu packen. Neben seiner enormen Größe und seinen gewaltigen Zähnen fallen am T-Rex vor allem die kurzen Ärmchen auf, die nicht einmal bis zum Maul reichen. Ein Merkmal des gigantischen T-Rex, das den Forschern Rätsel aufgibt. Wie wurde dieses Riesenmaul auf 2 Beinen zum gefürchtetsten Jäger der Kreidezeit? War es die reine Kraft, das mächtige Gebiss? Oder etwas völlig anderes? Fossilien des Tyrannosaurus Rex wurden in den USA, in Kanada und auch in Asien gefunden. An ihnen lässt sich ablesen, dass der Fleischfresser kaum natürliche Feinde hatte. Sogar mit dem schwer bewaffneten Pflanzenfresser, dem Triceratops, legte er sich an. Doch um einen Triceratops zu besiegen, sind nicht nur Muskelkraft und gute Zähne nötig, sondern auch Taktik, also Intelligenz. Und tatsächlich hat der T-Rex eines der am besten entwickelten Großhirne in der prähistorischen Tierwelt. Er kann differenzierte Sinneseindrücke verarbeiten.
denn seine Ohren, sein Geruchssinn und die Augen sind besonders gut entwickelt. An seinem Sehvermögen erkennt man das Raubtier. Die Augen des T-Rex liegen 40 cm auseinander. Damit hat der Raubsaurier eine ausgezeichnete Sicht, denn er kann räumlich sehen. Das Auge ist vor allem ein Apparat, um Photonen einzufangen. Der Tyrannosaurus hat eine besonders große Netzhaut, mit der er Photonen sammelt. Mehr Photonen geben dem Gehirn mehr visuelle Information. So kann es komplexe Umwelteindrücke auswerten. Doch die Augen dieses Hochleistungsjägers haben noch einen entscheidenden Vorteil. Die Augen des Tyrannosaurus sitzen weit oben. So hat er eine gute Perspektive und kann über große Distanzen bis zum Horizont schauen. T-Rex erkennt feine visuelle Details schon aus einer Entfernung von 7 Kilometern. Damit sieht er wesentlich weiter als der Mensch. Auch sein gutes Gehör bringt dem Jäger Vorteile. Im Innenohr des T-Rex befindet sich ein großes Hörorgan. Ein feines Gehör schien also besonders wichtig. Die Hörschnecke ist ein kegelförmiger Hohlraum, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Wenn die Schallwellen die Flüssigkeit in Schwingung versetzen, werden tausende mikroskopisch kleiner Härchen bewegt, die elektrische Signale an das Gehirn senden. Die Hörschnecke des T-Rex ist 2,5 Zentimeter lang. Mit ihr nimmt er einen breiten Frequenzbereich wahr. Er konnte Töne mit sehr niedrigen Frequenzen hören. So erregt noch weit entfernte Geräusche seine Aufmerksamkeit. Das Piepsen der Vögel ist unwichtig, denn Vögel frisst er nicht. Doch das tiefe Grunzen des Triceratops, das im Infraschallbereich liegt, will er hören. Denn das bedeutet, gleich gibt's was zu futtern. Ein Kampf mit einem Triceratops kann für T-Rex tödlich enden. Nicht umsonst hat sich der Pflanzenfresser zu einem urzeitlichen Panzer entwickelt. Als Tyrannosaurus-Spezialist gebe ich das ungern zu, aber in der Regel hat wohl der Triceratops gewonnen. Dieser Kampf scheint unentschieden zu enden. Der König der Kreidezeit geht leer aus. Weil T-Rex ein Warmblüter ist, muss er seine Körpertemperatur konstant auf einem bestimmten Level halten. Dafür braucht er große Mengen Energie, genauer mehr als 1 Million Kalorien pro Woche. Das entspricht 750 Kilogramm Fleisch, eine Menge Beute, auch für einen erfolgreichen Jäger. Doch vielleicht besorgte T-Rex sich das Fressen auch auf andere Weise. Vielleicht war er so dreist, einem Rivalen die Beute zu stehlen. Er besaß alle Werkzeuge eines Raubtiers und die dienen einem Aasfresser genauso gut. Eins dieser Werkzeuge ist seine Nase, die empfindlichste aller fleischfressenden Saurier. Ein guter Geruchssinn war entscheidend, um Kadaver aufzuspüren. Und die hat er dann auch gefressen. Ein toter Triceratops. Die Beute eines anderen Raubtiers? Für den Tyrannosaurus Rex birgt das Aasfressen ein potenzielles Risiko. Einem anderen die Mahlzeit wegzuschnappen, kann tödlich enden. Doch T-Rex nimmt es mit allen anderen Fleischfressern auf, sogar mit einem anderen Tyrannosaurus Rex. Wenn zwei dieser Giganten gegeneinander kämpfen, bekommt der Sieger das ganze Paket. Kannibalismus in der Natur ist keine Frage von Genuss, sondern von Notwendigkeit. Auch das Fleisch eines T-Rex ist nahrhaft. Es sind Proteine, die helfen, bis zum nächsten Fang durchzuhalten. Einen Tyrannosaurus Rex anzugreifen ist Selbstmord. Es sei denn, man ist selbst ein T-Rex. Kannibalismus ist die Regel, nicht die Ausnahme. Fleischfresser sind nicht pingelig. Tatsächlich haben Paläontologen an den Knochen dieser Giganten eindeutige Hinweise auf Kannibalismus gefunden.
Wir fanden Zahnspuren an den Knochen des T-Rex. Ganze Knochenteile fehlten, die von einem anderen T-Rex gefressen worden waren. Kein anderes Tier konnte diese Knochen zermalmen. Im Reich der Dinosaurier ist Anpassung alles. Und für einen anderen fleischfressenden Räuber heißt das geringe Größe, viele Muskeln. Er ist schnell, beweglich und besitzt messerscharfe Waffen. Dieses Geschöpf beweist, dass es auch in der prähistorischen Welt nicht immer auf die Größe ankam. Deinonychus ist ein mit Federn bedeckter, vogelartiger Raubsaurier. Er wird nur 1,50 Meter groß, 3 Meter lang und wiegt nicht einmal 100 Kilogramm. Für Dinosaurierverhältnisse ist er ein Winzling. Er hat viele scharfe Zähne. Dazu kommen enorme Krallen an den Füßen. Er war auf alles vorbereitet. Doch Deinonychus ist mehr als ein gut bewaffneter Fleischfresser. Er isst hin und hören und hatte einen hochentwickelten Geruchssinn. Deinonychus besitzt einen Geruchssinn wie wenige Raubsaurier der Kreidezeit. Er kann seine Opfer sogar in stockdunklen Nächten verfolgen. In seinem Schädel befinden sich 2 Nasengänge. Wie ein prähistorischer Luftfilter ist das geruchsempfindliche Gewebe lamellenartig zur größtmöglichen Oberfläche gefaltet. Diese Riechschleimhaut enthält Millionen Rezeptoren, die auf verschiedene Duftmoleküle reagieren. So kann Deinonychus seine Beute über Entfernungen von vielen Kilometern wittern. Sein Geruchssinn brachte ihn auf die Spur einer bis zu 50 Kilometer entfernten Herde von Pflanzenfressern. Doch auch die Augen eines Deinonychus können die Beute schon aus großer Distanz erkennen. Der Blick ins Innere eines Deinonychus-Schädels zeigt ein Gehirn mit einem überdimensionalen Sehnerv, der die visuellen Informationen der Augen überträgt. Der Sehnerv ist sehr groß und die Augenhöhle ebenfalls. Dieser hochempfindliche Nerv ist wie eine Breitbandverbindung zwischen Auge und Gehirn. Er lässt den Deinonychus blitzschnell auf die kleinsten Veränderungen in seiner Umgebung reagieren. Das Deinonychus-Auge hat mit einem Durchmesser von 2,5 Zentimetern viel Platz für Fotorezeptoren. So kann er auch nachts ausgezeichnet sehen. Anders als die meisten Säugetiere hat Deinonychus in der Netzhaut keine Blutgefäße, wie sie als rote Augen bei Blitzlichtfotos sichtbar werden. Dieser kleine Unterschied schafft mehr Platz für fotorezeptive Zellen, doppelt so viele wie auf der menschlichen Netzhaut. Diese zusätzlichen Rezeptoren ermöglichen es dem Räuber, im Dunkeln zu sehen, wie durch ein Nachtsichtgerät. Doch die scharfen Sinnesorgane sind nicht alles. Deinonychus ist extrem fit und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Zudem ist er perfekt ausbalanciert. Er war flink, auf jeden Fall schneller als ein Mensch. Aber sein besonderer Vorteil war die Beweglichkeit. Er konnte quasi auf einem Centstück wenden. Diese rekordverdächtige Leistung ergibt sich aus einem simplen anatomischen Merkmal, dem Schwanz. Halb so lang wie der Körper funktioniert er wie ein eingebautes Gegengewicht. Wenn der Deinonychus ihn von einer Seite auf die andere wirft, kann er in vollem Tempo wenden. Eine Zeitlupensimulation des jagenden Deinonychus erinnert an eine große Raubkatze. Wenn das Beutetier zu fliehen versucht, kann er blitzschnell wenden, indem er seinen Schwanz zur Seite schwingt und so die flüchtende Beute abfangen. All das zusammen, Tempo, Wendigkeit und scharfe Krallen, versetzen einen jungen Sauroposeidon in Alarm. Besonders dann, wenn ihm mehr als ein Deinonychus auf den Fersen ist. In Rekonstruktionen sieht man oft, wie Fleischfresser Pflanzenfresser angreifen, aber nicht, dass die sich zur Wehr setzen. Der pflanzenfressende Sauroposeidon verteidigt sich mit seiner extremen Körpergröße. Dieser hier ist noch jung und trotzdem schon 6 Meter groß. Ein Tier mitten im Wachstum. Ein Tier auf der Flucht. Ihm
auf den Fersen ist ein Deinonychus Duo. Die im Vergleich zu ihm winzigen, gefederten Raubsaurier jagen im Team. Deinonychus wog nicht mehr als ein Mensch. Und wenn er große Tiere wie den Sauro Poseidon angriff, war das Rudel ein enormer Vorteil für ihn. Das erhöhte die Erfolgschancen. Diese Jagdmethode existiert noch heute. Rudeljäger wie Löwen nehmen es mit einem 4 Tonnen schweren Elefanten auf, obwohl sie nur Zähne und Krallen besitzen. Ein Deinonychus dagegen hatte eine Reihe von Waffen, die wirkungsvoller waren als die jedes heutigen Raubtiers. Zwar ist der Sauro Poseidon durch seine Größe geschützt, aber Deinonychus hat gelernt, dass fast jede Verteidigung mit der richtigen Strategie überwunden werden kann. Wie ein Bergsteiger seine Steigeisen ins Eis schlägt, schlägt er seine gekrümmten, fast 8 cm langen Krallen ins Fleisch seines Opfers. Der perfekte Angriff besteht darin, auf die Beute zu springen, die Krallen in Position zu bringen und zuzuschlagen. Mit den Armen positioniert er sein Opfer für den tödlichen Schlag. Sie konnten sehr schnell zuschlagen. Wenn er ein größeres Tier angriff, zog er sich mit seinen Armen daran hoch. Dann brachte er seine andere Waffe zum Einsatz, seine Fußkralle. Deinonychus bedeutet Schreckenskralle und weist auf die ausklappbare Fußkralle hin. Die Schneide ist aus Keratin, der gleichen Substanz, aus der Finger- und Zehennägel oder Katzenkrallen bestehen. Doch ist die Kralle des Raubsauriers 10 cm lang und funktioniert ähnlich wie ein Springmesser. Die spitze Kralle kann um 180 Grad gekippt werden. Damit sie nicht stumpf wird, klappt Deinonychus sie beim Laufen ein. Beim Angriff schlägt er die rasiermesserscharfe Sichel mit einem blitzschnellen Klauenhieb tief ins Fleisch seines Opfers. Ein Hieb mit 200 Kilo Schlagkraft. Entscheidend für den tödlichen Schlag ist das Hinterbein. Es ist sein kräftigster Körperteil und endet in einer riesigen Kralle, scharf wie ein Skalpell. Wenn er dieses gebogene Messer in die Eingeweide seiner Beute schlägt, verursacht er tödliche Verletzungen durch eine Drehung. Instinktiv erkennt Deinonychus die Schwachstelle des Giganten, das Genick. Dort liegen Luftröhre und Halsvene. Wenn sie durchtrennt werden, ist der Sauro Poseidon schachmatt. Doch das Ende ist qualvoll. Das Opfer ist nicht sofort tot. Sie reißen die Beute in Stücke und fressen sie bei lebendigem Leib. Auch heute jagen manche Raubtiere mit der gleichen Methode. Die Tüpfelhyäne ist das geschickteste Raubtier Afrikas. Sie bringt Zebras und Antilopen zur Strecke, indem sie ihre Därme durchbeißt. Viele Babysauropoden der Kreidezeit wurden auf diese Weise von Raubsaurierhorden gejagt und gefressen, während ihr Hirn noch arbeitete. Für ein Deinonychus-Rudel ist eine Beute dieser Größe ein echtes Schmankerl. Ihre Schädel sind für das schnelle Ausweiden gemacht. Die Kiefer sind schmal und mit 70 scharfen Sägezähnen versehen. Die Tiere sind wie Piranhas auf Beinen, die ihre Opfer blitzschnell zerlegen. Deinonychus ist ein erstaunliches Tier. Sein Schädel steckt voller Zähne. Aber wenn man sie sich genau ansieht, sind sie fast lächerlich klein. Mordwaffen sind was anderes. Ein einziger junger Sauro Poseidon. Ein Tier, 10-mal größer als eine Jäger, macht ein hungriges Deinonychus-Rudel für eine Woche satt. Texas vor 68 Millionen Jahren. Gigantische Raubsaurier machen die Gegend unsicher und sind eine tödliche Gefahr. Und manchmal schießen sie sogar aus der Luft herab. In Gestalt eines fliegenden Reptils.
des Quetzalcoatlus. Der Tarnkappenbomber der Kreidezeit. Am Boden und in der Luft perfekt bewaffnet. Das waren keine zerbrechlichen Drachen, sondern Höllenfledermäuse. Der Quetzalcoatlus ist vermutlich das größte und komplexeste Tier am Himmel. Eine Flügelspannweite von 12 Metern hält einen Körper von fast 180 Kilogramm in der Luft. Eine Spannweite wie die der ersten Flugapparate der Gebrüder Wright. Wenn man sich ein frühes Flugzeug vorstellt, ahnt man, wie Quetzalcoatlus flog. Das Tier beschleunigte beim Start mit 25 Metern pro Sekunde. Unvorstellbar. Quetzalcoatlus ist über 10-mal schwerer als die größten flugfähigen Vögel der Neuzeit. Trotzdem kommt der gewaltige Flugsaurier ohne Federkleid aus. Seine Flügel sind mit Haut bespannt. Fast die halbe Länge des Flügels wird durch einen auf 2,5 Meter verlängerten Fingerknochen stabilisiert. Ein zweiter Knochen bildet den vorderen Teil und formt gleichzeitig eine Flügelvorderkante, ähnlich wie bei Flugzeugen. Dieses aerodynamische Design erlaubt eine nahezu perfekte Kontrolle von Start und Landung. Die schwierigste Aufgabe für diesen fliegenden Räuber besteht jedoch darin, die Schwerkraft zu überwinden. Flugsaurier, groß wie Giraffen und auf allen Vieren, erheben sich in die Luft. Wie soll das gehen? Das Leben in der texanischen Prärie macht die Sache nicht leichter. Flaches Land, keine Hügel, keine Klippen, keine Starthilfe außer seiner Muskelkraft. Dennoch konnte er aus dem Stand starten, ohne Anlauf. Um zu verstehen, wie dieser Goliath den Abflug schaffte, muss man ein 1000-mal kleineres Tier unter die Lupe nehmen, die Vampirfledermaus. Sie müssen in die Luft springen. Dafür drücken sie sich kräftig mit den starken Vordergliedmaßen vom Boden ab. So erreichen sie genug Höhe, um mit den Flügeln zu schlagen und abzuheben. Auf die gleiche Weise startet ein Quetzalcoatlus, wobei er mit allen Vieren gleichzeitig in die Luft springt. Die kräftigen Muskeln der Vordergliedmaßen bestehen zu 80% aus sogenannten schnell zuckenden Fasern. Ein Drittel mehr als in menschlichen Muskeln. Diese speziellen Muskelfasern können in kurzer Zeit sehr hohe Kräfte erzeugen. Damit erreicht das Reptil, das immerhin so schwer ist wie ein kleiner Grizzlybär, innerhalb einer Sekunde die notwendige Startgeschwindigkeit. Einen Flugsaurier wie Quetzalcoatlus beim Start zu beobachten, wäre sicher sehr beeindruckend gewesen. Da springt ein so großes Lebewesen plötzlich in die Luft und fliegt einfach weg. Unvorstellbar. Für einen Giganten wie den Quetzalcoatlus ist Flugkontrolle das Entscheidende. Der Flugsaurier besitzt eines der am besten entwickelten Autopilotsysteme der Naturgeschichte, eine Art biologischen Supercomputer. Stellen Sie sich einen Moment vor, Sie wären ein Tier mit der Flügelspannweite eines kleinen Segelflugzeugs und müssten eine Kurve von 90 Grad fliegen. Kein einfaches Manöver. Piloten verlassen sich dabei auf ihre Bordinstrumente. Beim Quetzalcoatlus waren diese Instrumente eingebaut. Ein Quetzalcoatlus-Flügel ist mit Millionen ultrafeiner Sensorhärchen bedeckt. Diese mikroskopisch kleinen Bio-Datenspeicher sammeln Informationen und senden Signale ans Hirn. Ihre Schwingen waren nicht nur aerodynamische Körperteile, sondern auch gigantische Sensoren, die alle Arten von flugrelevanten Daten erfassten, wie Windströmung und Auftrieb, und das an verschiedenen Teilen des Flügels. Die Daten wandern vom Flügel zum Gehirn. Im Bruchteil einer Sekunde nimmt ein Quetzalcoatlus feine Korrekturen an Flügelform und Körperposition vor. Hinweise auf diese hochentwickelten Fähigkeiten finden sich im Flocculus, einem Teil des Gehirns, das bei Vögeln die Flugfähigkeit steuert. Er ist 3-mal so groß wie bei heutigen Vögeln. Während dieser unbewussten Rechenvorgänge läuft im Gehirn eine Unmenge mathematischer Prozesse ab. Und das Entscheidende ist, sie dürfen nicht abbrechen, während die Tiere in der Luft sind.
denn das kann katastrophale Folgen haben. Bis ins 20. Jahrhundert konnte sich kein Objekt dieser Größe aus eigener Kraft in die Lüfte schwingen. Und auch nach 65 Millionen Jahren ist Quetzalcoatlus immer noch einer der Rekordhalter im Langstreckenflug. Wie bleibt man eine Woche in der Luft? Wahrscheinlich konnte er auf einer Reise bis zu 40.000 Kilometer zurücklegen. Quetzalcoatlus ist eines der ungewöhnlichsten und gefährlichsten Raubtiere, die die Erde je bewohnt haben. Doch anders als T-Rex oder Deinonychus ist dieser Flugsaurier nicht auf große Beutetiere aus. Er sucht die Landschaft nach kleinen, jungen, wehrlosen Tieren ab, nach Dinosaurierbabys. Der große Augapfel, die große Augenhöhle, der für das Sehvermögen zuständige Hirnbereich sind sehr ausgeprägt. Die 10 cm große Netzhaut besitzt mehr als 1 Milliarde Lichtrezeptoren und registriert 4-mal mehr Details als das menschliche Auge. Auch kann der Quetzalcoatlus ein für den Menschen unsichtbares Farbspektrum wahrnehmen: Ultraviolett. Der Urin seiner Beutetiere fluoresziert im UV-Licht. So entsteht eine Leuchtspur, die ihn direkt zu seiner Beute führt. Diese Tiere hatten eine sehr gut entwickelte Blickstabilisierung, sodass sie ihr Ziel anpeilen und im Fadenkreuz halten konnten, während sie sich durch die Luft bewegten. Die Voraussetzung für Blickstabilisierung liegt im Innenohr verborgen. 3 miteinander verbundene Bogengänge bilden mit Flüssigkeit gefüllte Kanäle. Winzige Sinneshärchen registrieren die kleinste Bewegung. Wenn sich der Kopf des Quetzalcoatlus während des Flugs bewegt, werden die Signale direkt an die Augenmuskeln weitergegeben. Die Steuerung der Augäpfel fixiert das Bild und stellt es scharf. Aus 300 Metern Höhe kann der Quetzalcoatlus ein T-Rex-Nest ausmachen und sogar die einzelnen Küken zählen. Der Anblick eines großen Flugsauriers wäre unheimlich gewesen, weil er sich auf allen Vieren bewegte, dabei schnell und präzise wie ein Vogel, aber viel größer. Ein Quetzalcoatlus agiert nahezu furchtlos. Die meisten Raubtiere halten Abstand zum Nachwuchs des gefährlichen T-Rex. Nicht so dieser Flugsaurier. Wenige Tiere der Kreidezeit wagten es, sich ein T-Rex-Baby zu schnappen. Quetzalcoatlus schaffte es. Große Flugsaurier fraßen am liebsten Dino-Babys. Sie stießen blitzschnell herab, dann sprangen sie in die Luft und flogen davon. Entscheidend für den Jagderfolg ist die schnelle Flucht. Aber für ein Reptil, das auf 25 Meter pro Sekunde beschleunigt und mit rasender Geschwindigkeit abhebt, ist das kein Problem. In einer Gegend voller Tyrannosaurier musste er sich beim Start beeilen. Der Quetzalcoatlus war von allen Dinosauriern der Kreidezeit der ungewöhnlichste. Tempo, Geschicklichkeit und hochentwickelte biologische Funktionen ließen ihn Jahrmillionen überleben. Sie können sich verteidigen. Der Ankylosaurus ist ein behäbiger, gepanzerter Pflanzenfresser. Sein niedriger Körper ist mit Knochenplatten bedeckt und sein Schwanz hat es in sich. Der Ankylosaurus hat diese enorme Knochenmasse am Schwanzende. Kein Beinknochen des T-Rex hielt ihr stand. Für unsere Verhältnisse sind die Raubtiere der Kreidezeit Giganten. Doch an Körpergröße werden sie eindeutig von den Pflanzenfressern übertroffen. Trotzdem besitzen die Fleischfresser einen entscheidenden Vorteil: das größere Gehirn. Die gepanzerten Dinosaurier, auch die Ankylosaurier, hatten nicht viel Grips. Sie waren vielleicht die dümmsten. Ihr Gehirn ist im Verhältnis von Kopf und Körper besonders klein.
Bei solchen Opfern brauchen auch die Räuber nicht allzu clever zu sein. Letztlich mussten sie nur etwas klüger sein als die Tiere in ihrer Umgebung. 7 Tonnen Tyrannosaurus Rex können eine Menge Zerstörung anrichten. Entscheidend ist letztlich aber das größere Gehirn. Ein T-Rex-Hirn war etwas größer als eine Banane. Das T-Rex-Gehirn entspricht nur einem Tausendstel seiner Körpergröße. Damit hat er 20-mal weniger Hirnkapazität als der Mensch. Trotzdem ist es wesentlich größer als das seiner pflanzenfressenden Beute. Am T-Rex können wir eine Entwicklung beobachten. Seine Wahrnehmungsfähigkeit ist bereits größer. Er kann Probleme lösen und Gefahren vermeiden. Alle Fleischfresser sind auf eine ausreichende Hirnleistung angewiesen. Um sich zu schützen, verlässt sich Deinonychus vorwiegend auf sein Gehirn. Die Hirnstruktur von Deinonychus und seiner Verwandtschaft ist erstaunlich. Deinonychus besitzt eines der größten Gehirne im ganzen Dinosaurierreich und es dient vor allem einem Zweck. Dieses Tier gebrauchte seine Intelligenz, um zu entscheiden, wie und wann es welche Körperteile seines Opfers attackieren musste. Diese Aktivitäten werden durch das Großhirn gesteuert, das bei Deinonychus besonders stark ausgeprägt ist. Es analysiert Informationen aus dem gesamten Körper. Anders als das primitive Gehirn seiner Opfer ist es entscheidungsfähig. Die Forscher stellten noch etwas Besonderes fest. Ein Deinonychus kann Verstärkung anfordern. An der Hirnstruktur von Deinonychus können wir erkennen, dass er die Fähigkeit hatte, in der Gruppe zu jagen. Er ist schlau genug, um mit einem anderen hochentwickelten Lebewesen zu kooperieren, mit einem zweiten Deinonychus. Um gemeinsam zu jagen, ist Kommunikation genauso wichtig wie die Fähigkeit, Strategie und Taktik anzuwenden. Dieses Tier besaß vermutlich sogar eine gewisse Klugheit und war in der Lage, Probleme zu lösen. Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit garantiert das Überleben. Ein Deinonychus muss Abstand zu seiner Beute halten und gefährliche Situationen vorausahnen, bevor sie entstehen. Jagen heißt nicht automatisch auch siegen. Auch die Räuber hatten Angst davor, verletzt zu werden. Selbst der stärkste Raubsaurier wird mit Beutetieren konfrontiert, die ihn töten können. Ob er die Kiefer eines Tyrannosaurus Rex besitzt oder so geschickt ist wie ein Deinonychus, fast jeder Kampf kann der letzte sein. Jagen ist für beide gefährlich, für Beute und Jäger. Viele Räuber starben an tiefen Wunden und offenen Geschwüren. Schon eine kleine Verletzung kann das Raubtier von der Jagd abhalten. Und das bedeutet Verhungern. Die Fleischfresser mussten ein hartes Leben durchstehen, bevor sie zu Fossilien wurden. Im heutigen Afrika oder Asien gibt es viele kleine Tiere und nur ein oder zwei große, wie Elefant oder Nashorn. Damals war die ganze Landschaft voller schwergewichtiger Pflanzenfresser. Heute, wie in der Kreidezeit, kämpfen die fleischfressenden wilden Tiere unter großen Gefahren um ihr Überleben. Auch die heutigen Raubtiere leben nicht lange. Kaum eines erreicht sein mögliches Höchstalter. Wenn sie älter und schwächer werden, sind sie anfälliger für Verletzungen. Bei jeder Jagd setzen sie ihr Leben aufs Spiel. Im Reich der Dinosaurier schrecken die Jäger von nichts zurück. Um zu überleben, nutzen sie jede verfügbare Waffe ihres Arsenals. Intelligenz, Schnelligkeit, Adleraugen, Supergehör und scharfen Geruchssinn. Doch nur allzu oft werden ihnen diese Waffen selbst zum Verhängnis.
Doch um erfolgreich gegen einen Triceratops zu kämpfen, sind nicht nur gute Zähne nötig, sondern auch Kraft. Seine gefährlichsten Waffen trägt ein Triceratops am Schädel, den er weit in beide Richtungen drehen kann. Triceratops versuchte, seine Hörner und den Nackenschild gegen T-Rex zu richten. Die Wunderwaffe des T-Rex im Kampf mit dem Triceratops ist sein überdimensionaler Kiefer. Hinter seinem mörderischen Biss stecken zwei kräftige Muskelstränge. Einer verläuft vom Nacken zur Kinnlade und erzeugt die Geschwindigkeit, mit der dieser Fleischfresser zuschnappt. Der zweite Muskelstrang, der die Hälfte der gesamten Kopfmuskulatur bildet, verbindet den Unterkiefer mit der Mundhöhle. Diese Muskeln verleihen dem Biss des T-Rex die ungeheure Kraft von 3 Tonnen, die doppelte Kraft eines weißen Hais. Aber das ist noch nicht alles. Wie ein Python kann T-Rex seine Kiefer ausrenken. Die Schädelmechanik macht es ihm möglich, Dinge zu schlucken, die größer sind als sein eigener Kopf. Der Schädel ist dehnbar, wenn das Maul sich öffnet. Der Kopf einer Schlange ist kleiner als ein Hühnerei. Sie verschlingt es trotzdem. Es gibt keine fette Beute, die ein T-Rex nicht komplett verschlingen könnte. Tyrannosaurus Rex ist ein fleischfressendes Ungeheuer. Er setzt rohe Gewalt ein, um gut gepanzerte Beutetiere zu erlegen. Kein Geschöpf, das je auf dem Planeten existierte, lässt sich mit ihm vergleichen. Etwas unterscheidet Tyrannosaurus und speziell Tyrannosaurus Rex von anderen Raubsauriern. Obwohl T-Rex perfekt ausgestattet ist und die stärksten Tiere der Kreidezeit erlegt, hat er ein Problem. Er ist langsam. Er läuft nicht schneller als 24 Kilometer pro Stunde. Ein trainierter Mensch wäre ihm entkommen. Außerdem ist er schwerfällig. Für eine Wendung um 45 Grad benötigt er ganze 2 Sekunden. Wenn T-Rex bei der Jagd stürzte, konnte er sich ernstlich verletzen. Seine Vordergliedmaßen mit nur 2 Klauen sind nutzlos, wenn es darum geht, die Beute zu packen. Neben seiner enormen Größe und seinen gewaltigen Zähnen fallen am T-Rex vor allem die kurzen Ärmchen auf, die nicht einmal bis zum Maul reichen. Ein Merkmal des gigantischen T-Rex, das den Forschern Rätsel aufgibt. Wie wurde dieses Riesenmaul auf 2 Beinen zum gefürchtetsten Jäger der Kreidezeit? War es die reine Kraft, das mächtige Gebiss? Oder etwas völlig anderes? Fossilien des Tyrannosaurus Rex wurden in den USA, in Kanada und auch in Asien gefunden. An ihnen lässt sich ablesen, dass der Fleischfresser kaum natürliche Feinde hatte. Sogar mit dem schwer bewaffneten Pflanzenfresser, dem Triceratops, legte er sich an. Doch um einen Triceratops zu besiegen, sind nicht nur Muskelkraft und gute Zähne nötig, sondern auch Taktik, also Intelligenz. Und tatsächlich hat der T-Rex eines der am besten entwickelten Großhirne in der prähistorischen Tierwelt. Er kann differenzierte Sinneseindrücke verarbeiten, denn seine Ohren, sein Geruchssinn und die Augen sind besonders gut entwickelt. An seinem Sehvermögen erkennt man das Raubtier. Die Augen des T-Rex liegen 40 cm auseinander. Damit hat der Raubsaurier eine ausgezeichnete Sicht, denn er kann räumlich sehen. Das Auge ist vor allem ein Apparat, um Photonen einzufangen. Der Tyrannosaurus hat eine besonders große Netzhaut, mit der er Photonen sammelt. Mehr Photonen geben dem Gehirn mehr visuelle Information. So kann es komplexe Umwelteindrücke auswerten. Doch die Augen dieses Hochleistungsjägers haben noch einen entscheidenden Vorteil. Die Augen des Tyrannosaurus sitzen weit oben.
So hat er eine gute Perspektive und kann über große Distanzen bis zum Horizont schauen. T-Rex erkennt feine visuelle Details schon aus einer Entfernung von 7 Kilometern. Damit sieht er wesentlich weiter als der Mensch. Auch sein gutes Gehör bringt dem Jäger Vorteile. Im Innenohr des T-Rex befindet sich ein großes Hörorgan. Ein feines Gehör schien also besonders wichtig. Die Hörschnecke ist ein kegelförmiger Hohlraum, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Wenn die Schallwellen die Flüssigkeit in Schwingung versetzen, werden tausende mikroskopisch kleiner Härchen bewegt, die elektrische Signale an das Gehirn senden. Die Hörschnecke des T-Rex ist 2,5 Zentimeter lang. Mit ihr nimmt er einen breiten Frequenzbereich wahr. Anders als die meisten Säugetiere hat der Nonychus in der Netzhaut keine Blutgefäße, wie sie als rote Augen bei Blitzlichtfotos sichtbar werden. Dieser kleine Unterschied schafft mehr Platz für photorezeptive Zellen, doppelt so viele wie auf der menschlichen Netzhaut. Diese zusätzlichen Rezeptoren ermöglichen es dem Räuber, im Dunkeln zu sehen, wie durch ein Nachtsichtgerät. Doch die scharfen Sinnesorgane sind nicht alles. Der Nonychus ist extrem fit und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Zudem ist er perfekt ausbalanciert. Er war flink, auf jeden Fall schneller als ein Mensch. Aber sein besonderer Vorteil war die Beweglichkeit. Er konnte quasi auf einem Centstück wenden. Diese rekordverdächtige Leistung ergibt sich aus einem simplen anatomischen Merkmal, dem Schwanz. Halb so lang wie der Körper funktioniert er wie ein eingebautes Gegengewicht. Wenn der Nonychus ihn von einer Seite auf die andere wirft, kann er in vollem Tempo wenden. Eine Zeitlupensimulation des jagenden Deinonychus erinnert an eine große Raubkatze. Wenn das Beutetier zu fliehen versucht, kann er blitzschnell wenden, indem er seinen Schwanz zur Seite schwingt und so die flüchtende Beute abfangen. All das zusammen, Tempo, Wendigkeit und scharfe Krallen, versetzen einen jungen Sauroposeidon in Alarm. Besonders dann, wenn ihm mehr als ein Deinonychus auf den Fersen ist. In Rekonstruktionen sieht man oft, wie Fleischfresser Pflanzenfresser angreifen, aber nicht, dass die sich zur Wehr setzen. Der pflanzenfressende Sauroposeidon verteidigt sich mit seiner extremen Körpergröße. Dieser hier ist noch jung und trotzdem schon 6 Meter groß. Ein Tier mitten im Wachstum. Ein Tier auf der Flucht. Ihm auf den Fersen ist ein Deinonychus Duo. Die im Vergleich zu ihm winzigen, gefederten Raubsaurier jagen im Team. Deinonychus wog nicht mehr als ein Mensch. Und wenn er große Tiere wie den Sauroposeidon angriff, war das Rudel ein enormer Vorteil für ihn. Das erhöhte die Erfolgschancen. Diese Jagdmethode existiert noch heute. Rudeljäger wie Löwen nehmen es mit einem 4 Tonnen schweren Elefanten auf, obwohl sie nur Zähne und Krallen besitzen. Ein Deinonychus dagegen hatte eine Reihe von Waffen, die wirkungsvoller waren als die jedes heutigen Raubtiers. Zwar ist der Sauroposeidon durch seine Größe geschützt, aber Deinonychus hat gelernt, dass fast jede Verteidigung mit der richtigen Strategie überwunden werden kann. Wie ein Bergsteiger seine Steigeisen ins Eis schlägt, schlägt er seine gekrümmten, fast 8 cm langen Krallen ins Fleisch seines Opfers. Der perfekte Angriff besteht darin, auf die Beute zu springen, die Krallen in Position zu bringen und zuzuschlagen. Mit den Armen positioniert er sein Opfer für den tödlichen Schlag. Sie konnten sehr schnell zuschlagen. Wenn er ein größeres Tier angriff, zog er sich mit seinen Armen daran hoch. Dann brachte er seine andere Waffe zum Einsatz, seine Fußkralle. Deinonychus bedeutet Schreckenskralle und weist auf die ausklappbare Fußkralle hin.
Die Schneide ist aus Keratin, der gleichen Substanz, aus der Finger- und Zehennägel oder Katzenkrallen bestehen. Doch ist die Kralle des Raubsauriers 10 cm lang und funktioniert ähnlich wie ein Springmesser. Die spitze Kralle kann um 180 Grad gekippt werden. Damit sie nicht stumpf wird, klappt ein Nonnichus sie beim Laufen ein. Beim Angriff schlägt er die rasiermesserscharfe Sichel mit einem blitzschnellen Klauenhieb tief ins Fleisch seines Opfers. Ein Hieb mit 200 Kilo Schlagkraft. Entscheidend für den tödlichen Schlag ist das Hinterbein. Es ist sein kräftigster Körperteil und endet in einer riesigen Kralle, scharf wie ein Skalpell. Wenn er dieses gebogene Messer in die Eingeweide seiner Beute schlägt, verursacht er tödliche Verletzungen durch eine Drehung. Instinktiv erkennt Deinonychus die Schwachstelle des Giganten, das Genick. Dort liegen Luftröhre und Halsvene. Wenn sie durchtrennt werden, ist der saure Poseidon schachmatt. Doch das Ende ist qualvoll. Das Opfer ist nicht sofort tot. Sie reißen die Beute in Stücke und fressen sie bei lebendigem Leib. Auch heute jagen manche Raubtiere mit der gleichen Methode. Die Tüpfelhyäne ist das geschickteste Raubtier Afrikas. Sie bringt Zebra. Dinosaurier der Kreidezeit starben selten an Altersschwäche. Gefährliche Raubtiere beherrschten ihr Revier. Sie waren auf Angriff programmiert. Tyrannosaurus Rex ist eine 5 Tonnen schwere panzerbrechende Waffe. Heute ermöglicht moderne Bildtechnik einen Einblick in die Körperfunktionen der größten und gefährlichsten Saurier, die je existierten. Von der Natur mit besonders effizienten Waffen ausgestattet, gelang es diesen Dinosauriern, viele Millionen Jahre auf der Erde zu überleben. Nordamerika vor 115 Millionen Jahren. Reptilien haben sich in perfekte Raubtiere verwandelt. Überall lauert der Tod. Flugsaurier rauschen aus der Luft heran. Raubsaurier jagen ihre Opfer. Tyrannosaurus Rex bricht durch den Urwald. T-Rex war der Nonplusultra-Räuber unter allen Landtieren. T-Rex ist eines der größten und gefährlichsten Tiere, die sich je auf zwei Beinen bewegten. Über 2 Millionen Jahre lang beherrscht er weite Teile des heutigen Nordamerika. Mit seiner außergewöhnlichen Kraft bringt dieser intelligente Räuber auch große und gut gepanzerte Beutetiere zur Strecke. Der T-Rex-Schädel ist extrem lang. Und jeder Zahn ist eine panzerbrechende Waffe. Er hätte den Oberkörper eines Menschen durchbeißen können. Oder ein ganzes Kind verschlingen. Tyrannosaurus Rex, der unbestrittene König der Saurier, wird 13 Meter lang, 6 Meter groß und wiegt bis zu 7 Tonnen. Auch sein Maul ist gewaltig. 1,50 Meter pure Kraft mit 60 bis zu 30 Zentimeter langen Zähnen. Sein Schädel besteht aus 64 Knochen, eine leichte und trotzdem starke Konstruktion. Seine Kiefer haben 16 Mal mehr Kraft als die eines Alligators. Die dolchförmigen Schneidezähne sind an den Kanten gezackt, perfekt, um Fleisch zu zerreißen. Mit den größeren, abgerundeten Backenzähnen kann T-Rex Knochen zermalmen.
Dank starker Muskeln hält sein Maul Druck aus jeder Richtung stand. Wir wissen ziemlich genau, wie er seine Beute tötete. Ein Satz, ein Biss, das war's. Dieser Dinosaurier fraß nicht nur das Fleisch des erlegten Tiers, sondern einfach alles. Gewaltige Beine und das Becken machen die Hälfte des Körpergewichts dieses Kraftpakets aus. Sein Schwanz wiegt eine Tonne, denn er muss das Gewicht von 500 Kilogramm Kopf und Kiefer ausbalancieren. Der Kopf besteht zu zwei Dritteln aus Muskeln. Die Kieferkraft würde ausreichen, um Stahl zu verbiegen. Das Zusammenspiel der Muskeln macht den Biss des T-Rex kräftig genug, um mit den stärksten Tieren der Kreidezeit fertig zu werden. Trotzdem sind seine Zähne nicht so scharf wie die eines heutigen Löwen oder Hais. T-Rex hat die stumpfsten Zähne der ganzen Tyrannosaurus-Familie. Diese Zähne sind dafür gemacht, dicke Panzerungen und Muskeln zu knacken. Mit einem einzigen Biss. Tyrannosaurus Rex konnte sich in einen großen Fleischbrocken verbeißen und durch Hin- und Herdrehen große Stücke herausreißen. Wahrscheinlich sogar Knochenstücke. Die Nackenmuskeln des T-Rex sind fast so kräftig wie seine Beinmuskeln. Mit 60 cm Durchmesser sind sie stark genug, um ein Nilpferd hochzuheben. Mit dieser Kraft besiegt er manchmal sogar den bestgepanzerten Pflanzenfresser der Urzeit, den Triceratops. Die beste Waffe gegen Triceratops ist eine 75 mm Panzerabwehrkanone. Triceratops schützt sich mit einem knöchernen Nackenschild und wehrt Angreifer mit seinen 1 Meter langen Hörnern ab. Er musste ihn zerschmettern. Die einzige Möglichkeit, diesen großen, geschwungenen, harten Schild zu durchbrechen, ist ein vernichtender Schlag mit den Zähnen. Und Antilopen zur Strecke, indem sie ihre Därme durchbeißt. Viele Babysauropoden der Kreidezeit wurden auf diese Weise von Raubsaurierhorden gejagt und gefressen, während ihr Hirn noch arbeitete. Für ein Deinonychus-Rudel ist eine Beute dieser Größe ein echtes Schmankerl. Ihre Schädel sind für das schnelle Ausweiden gemacht. Die Kiefer sind schmal und mit 70 scharfen Sägezähnen versehen. Die Tiere sind wie Piranhas auf Beinen, die ihre Opfer blitzschnell zerlegen. Deinonychus ist ein erstaunliches Tier. Sein Schädel steckt voller Zähne. Aber wenn man sie sich genau ansieht, sind sie fast lächerlich klein. Mordwaffen sind was anderes. Ein einziger junger Sauroposeidon, ein Tier 10-mal größer als eine Jäger, macht ein hungriges Deinonychus-Rudel für eine Woche satt. Texas vor 68 Millionen Jahren. Gigantische Raubsaurier machen die Gegend unsicher und sind eine tödliche Gefahr. Und manchmal schießen sie sogar aus der Luft herab. In Gestalt eines fliegenden Reptils, des Quetzalcoatlus. Der Tarnkappenbomber der Kreidezeit. Am Boden und in der Luft perfekt bewaffnet. Das waren keine zerbrechlichen Drachen, sondern Höllenfledermäuse. Der Quetzalcoatlus ist vermutlich das größte und komplexeste Tier am Himmel. Eine Flügelspannweite von 12 Metern hält einen Körper von fast 180 Kilogramm in der Luft. Eine Spannweite wie die der ersten Flugapparate der Gebrüder Wright. Wenn man sich ein frühes Flugzeug vorstellt, ahnt man, wie Quetzalcoatlus flog. Das Tier beschleunigte beim Start mit 25 Metern pro Sekunde. Unvorstellbar.
Quetzalcoatlus ist über 10-mal schwerer als die größten flugfähigen Vögel der Neuzeit. Trotzdem kommt der gewaltige Flugsaurier ohne Federkleid aus. Seine Flügel sind mit Haut bespannt. Fast die halbe Länge des Flügels wird durch einen auf 2,5 Meter verlängerten Fingerknochen stabilisiert. Ein zweiter Knochen bildet den vorderen Teil und formt gleichzeitig eine Flügelvorderkante, ähnlich wie bei Flugzeugen. Dieses aerodynamische Design erlaubt eine nahezu perfekte Kontrolle von Start und Landung. Die schwierigste Aufgabe für diesen fliegenden Räuber besteht jedoch darin, die Schwerkraft zu überwinden. Flugsaurier, groß wie Giraffen und auf allen Vieren, erheben sich in die Luft. Wie soll das gehen? Das Leben in der texanischen Prärie macht die Sache nicht leichter. Flaches Land, keine Hügel, keine Klippen, keine Starthilfe außer seiner Muskelkraft. Dennoch konnte er aus dem Stand starten, ohne Anlauf. Um zu verstehen, wie dieser Goliath den Abflug schaffte, muss man ein 1000-mal kleineres Tier unter die Lupe nehmen, die Vampirfledermaus. Sie müssen in die Luft springen. Dafür drücken sie sich kräftig mit den starken Vordergliedmaßen vom Boden ab. So erreichen sie genug Höhe, um mit den Flügeln zu schlagen und abzuheben. Auf die gleiche Weise startet ein Quetzalcoatlus, wobei er mit allen Vieren gleichzeitig in die Luft springt. Die kräftigen Muskeln der Vordergliedmaßen bestehen zu 80% aus sogenannten schnell zuckenden Fasern. Ein Drittel mehr als in menschlichen Muskeln. Diese speziellen Muskelfasern können in kurzer Zeit sehr hohe Kräfte erzeugen. Damit erreicht das Reptil, das immerhin so schwer ist wie ein kleiner Grizzlybär, innerhalb einer Sekunde die notwendige Startgeschwindigkeit. Einen Flugsaurier wie Quetzalcoatlus beim Start zu beobachten, wäre sicher sehr beeindruckend gewesen. Da springt ein so großes Lebewesen plötzlich in die Luft und fliegt einfach weg. Unvorstellbar. Für einen Giganten wie den Quetzalcoatlus ist Flugkontrolle das Entscheidende. Der Flugsaurier besitzt eines der am besten entwickelten Autopilotsysteme der Naturgeschichte, eine Art biologischen Supercomputer. Stellen Sie sich einen Moment vor, Sie wären ein Tier mit der Flügelspannweite eines kleinen Segelflugzeugs und müssten eine Kurve von 90 Grad fliegen. Kein einfaches Manöver. Piloten verlassen sich dabei auf ihre Bordinstrumente. Beim Quetzalcoatlus waren diese Instrumente eingebaut. Ein Quetzalcoatlus-Flügel ist mit Millionen ultrafeiner Sensorhärchen bedeckt. Diese mikroskopisch kleinen Biodatenspeicher sammeln Informationen und senden Signale ans Hirn. Ihre Schwingen waren nicht nur aerodynamische Körperteile, sondern auch gigantische Sensoren, die alle Arten von flugrelevanten Daten erfassten, wie Windströmung und Auftrieb, und das an verschiedenen Teilen des Flügels. Die Daten wandern vom Flügel zum Gehirn. Im Bruchteil einer Sekunde nimmt ein Quetzalcoatlus feine Korrekturen an Flügelform und Körperposition vor. Hinweise auf diese hochentwickelten Fähigkeiten finden sich im Flocculus, einem Teil des Gehirns, das bei Vögeln die Flugfähigkeit. Er konnte Töne mit sehr niedrigen Frequenzen hören. So erregten auch weit entfernte Geräusche seine Aufmerksamkeit. Das Piepsen der Vögel ist unwichtig, denn Vögel frisst er nicht. Doch das tiefe Grunzen des Triceratops, das im Infraschallbereich liegt, will er hören, denn das bedeutet, gleich gibt's was zu futtern. Ein Kampf mit einem Triceratops kann für T-Rex tödlich enden. Nicht umsonst hat sich der Pflanzenfresser zu einem urzeitlichen Panzer entwickelt. Als Tyrannosaurus-Spezialist gebe ich das ungern zu, aber in der Regel hat wohl der Triceratops gewonnen. Dieser Kampf scheint unentschieden zu enden. Der König der Kreidezeit geht leer aus. Weil T-Rex ein Warmblüter ist, muss er seine Körpertemperatur konstant auf einem bestimmten Level halten. Dafür braucht er große Mengen Energie, genauer
mehr als 1 Million Kalorien pro Woche. Das entspricht 750 Kilogramm Fleisch. Eine Menge Beute. Auch für einen erfolgreichen Jäger. Doch vielleicht besorgte T-Rex sich das Fressen auch auf andere Weise. Vielleicht war er so dreist, einem Rivalen die Beute zu stehlen. Er besaß alle Werkzeuge eines Raubtiers und die dienen einem Aasfresser genauso gut. Eins dieser Werkzeuge ist seine Nase, die empfindlichste aller fleischfressenden Saurier. Ein guter Geruchssinn war entscheidend, um Kadaver aufzuspüren. Und die hat er dann auch gefressen. Ein toter Triceratops, die Beute eines anderen Raubtiers? Für den Tyrannosaurus Rex birgt das Aasfressen ein potenzielles Risiko. Einem anderen die Mahlzeit wegzuschnappen, kann tödlich enden. Doch T-Rex nimmt es mit allen anderen Fleischfressern auf, sogar mit einem anderen Tyrannosaurus Rex. Wenn zwei dieser Giganten gegeneinander kämpfen, bekommt der Sieger das ganze Paket. Kannibalismus in der Natur ist keine Frage von Genuss, sondern von Notwendigkeit. Auch das Fleisch eines T-Rex ist nahrhaft. Es sind Proteine, die helfen, bis zum nächsten Fang durchzuhalten. Einen Tyrannosaurus Rex anzugreifen ist Selbstmord. Es sei denn, man ist selbst ein T-Rex. Kannibalismus ist die Regel, nicht die Ausnahme. Fleischfresser sind nicht pingelig. Tatsächlich haben Paläontologen an den Knochen dieser Giganten eindeutige Hinweise auf Kannibalismus gefunden. Wir fanden Zahnspuren an den Knochen des T-Rex. Ganze Knochenteile fehlten, die von einem anderen T-Rex gefressen worden waren. Kein anderes Tier konnte diese Knochen zermalmen. Im Reich der Dinosaurier ist Anpassung alles. Und für einen anderen fleischfressenden Räuber heißt das geringe Größe, viele Muskeln. Er ist schnell, beweglich und besitzt messerscharfe Waffen. Dieses Geschöpf beweist, dass es auch in der prähistorischen Welt nicht immer auf die Größe ankam. Deinonychus ist ein mit Federn bedeckter, vogelartiger Raubsaurier. Er wird nur 1,50 Meter groß, 3 Meter lang und wiegt nicht einmal 100 Kilogramm. Für Dinosaurierverhältnisse ist er ein Winzling. Er hat viele scharfe Zähne. Dazu kommen enorme Krallen an den Füßen. Er war auf alles vorbereitet. Doch Deinonychus ist mehr als ein gut bewaffneter Fleischfresser. Er ist hin und hören und hatte einen hochentwickelten Geruchssinn. Deinonychus besitzt einen Geruchssinn wie wenige Raubsaurier der Kreidezeit. Er kann seine Opfer sogar in stockdunklen Nächten verfolgen. In seinem Schädel befinden sich zwei Nasengänge. Wie ein prähistorischer Luftfilter ist das geruchsempfindliche Gewebe lamellenartig zur größtmöglichen Oberfläche gefaltet. Diese Riechschleimhaut enthält Millionen Rezeptoren, die auf verschiedene Duftmoleküle reagieren. So kann Deinonychus seine Beute über Entfernungen von vielen Kilometern wittern. Sein Geruchssinn brachte ihn auf die Spur einer bis zu 50 Kilometer entfernten Herde von Pflanzenfressern. Doch auch die Augen eines Deinonychus können die Beute schon aus großer Distanz erkennen. Der Blick ins Innere eines Deinonychus-Schädels zeigt ein Gehirn mit einem überdimensionalen Sehnerv, der die visuellen Informationen der Augen überträgt. Der Sehnerv ist sehr groß und die Augenhöhle ebenfalls. Dieser hochempfindliche Nerv ist wie eine Breitbandverbindung zwischen Auge und Gehirn. Er lässt den Deinonychus blitzschnell auf die kleinsten Veränderungen in seiner Umgebung reagieren. Das Deinonychus-Auge hat mit einem Durchmesser von 2,5 Zentimetern viel Platz für Fotorezeptoren. So kann er auch nachts ausgezeichnet sehen.